Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Mittwoch, der 27. Mai 2020. Ihr hört die Nummer 825 und heute habe ich die folgenden Themen mit dabei. Strandhawk 2.0, Surface Dock 2, Messenger-Nutzung, MeTV-Stick und Pac-Man. Ich beginne gleich mit etwas Unschönem, nämlich wieder mal eine Sicherheitslücke, die bei Android, iOS oder Microsoft, wo auch immer, in den meisten Fällen sehr theoretischer Natur sind, wo dann die Möglichkeiten des Angreifenden sehr, sehr begrenzt sind und auch die Möglichkeit, damit man was machen kann, halt so hoch sind, dass sie nicht genutzt werden, weil meistens physischer Zugriff gewährt sein muss. So nicht bei Strandhawk, denn es die Sicherheitslücke, die es im letzten Jahr schon im Android-Betriebssystem gab. Jetzt taucht sie wieder auf in der Version 2.0. Das Gute an dem Ganzen ist, in der nächsten Woche kommen die neuesten Android-Updates, Sicherheits-Updates, die monatlich rausfallen und jetzt kommt halt die böse Klammer für die Smartphones im Android-Betriebssystem, die auch schnell und sofort bekommen. Auf jeden Fall, diejenigen dürfen sich glücklich schätzen, ansonsten habt Vorsicht. Das Fiese an dieser Methode ist, dass die sich über eine bestehende App stülpt und dann quasi abgreift, ohne dass sie auch nur Kamera, GPS oder was ich für Zugriffe benötigt. Die nimmt sie nämlich von der anderen App über und das ist schon ein bisschen verzwickt und ist nur die Hoffnung, dass dein Android-Smartphone, was du jetzt gerade in den Fingern hältst, lieber Hörer und liebe Hörerin, vielleicht möglichst schnell ein Update bekommt. Weiter geht es mit Microsoft und dem Surface Dock 2. Das löst nämlich das Dock 1, also der ersten Generation, nach fast 4 Jahren ab, hat jetzt USB-C vorne dran montiert und hinten dran auch moderne Anschlüsse, DisplayPort, Monitore mit 4K Monitore können da angehängt werden und noch weitere Anschlüsse sind hinten dran verbaut wie LAN, Audio, USB Typ A in zweifacher Ausführung. Ein cooles Dock, ein einfaches Dock, ein stylisches Dock für aktuell um die 299 Währungseinheiten, so circa, kommt in den Handel. Weiter geht es mit einer offiziellen Statistik, die es jetzt anscheinend in Deutschland gibt, zu Messenger-Nutzung. Und ganz klar ist da leider Facebook federführend, je nach Altersgruppe. Es ist die Nutzung von Messengern unterschiedlich. Bei Jugendlichen oder jüngeren Menschen ist bis zu 100% die Nutzung von Messenger gegeben. Bei den älteren Generationen, also über 75-Jährigen, sind es immerhin noch 43%, was eine doch sehr hohe Zahl ist, wie ich finde, für das Alter. Also somit alte Leute und kein Internet. Das stimmt halt eigentlich nicht mehr. Und sogar in Deutschland, wo das Internet ja, aber lassen wir das Thema. Und ja, wer schneidet am besten ab? Logischer oder eben auch schaderweise WhatsApp. 93% der Nutzer dieser Umfrage setzen auf den Dienst von WhatsApp. Weiter geht's mit Xiaomi, die haben ein neues Telefon vorgestellt und dabei noch ein bisschen was rausblicken lassen. Also das Telefon war das Redmi Note 9 und nebenbei haben sie noch ein bisschen was von ihrem Tretroller erzählt, dem digitalen oder dem motorbetriebenen und sie haben auch angedeutet, dass der ominöse, schon länger in den Medien irgendwo rumgaukelnde MeTV-Stick kommt und der wird spannend, hat Google Assistant mit drin, hat extra eine Netflix und eine Amazon Prime-Taste, somit die Dienste sicherlich auch abgedeckt und eben den Google Assistant direkt integriert. Das könnte spannend werden. Und zu guter Schluss habe ich noch einen 40-jährigen Geburtstag. Mein Gott, sind wir alt.
Pac-Man, der hat nämlich 40 Jahre auf dem Buckel und der kommt jetzt zurück in der Kooperation mit Minecraft, also mit Microsoft, haben sie DLC rausgeschmissen, das jetzt circa, ich glaube es waren 10 Levels rausbringt, wo man durch die ganzen Labyrinthe gehen kann. Finde ich eine coole Geschichte. Minecraft ist definitiv etwas, was ich in nächster Zeit mir auch genauer anschauen werde, wegen meiner zweiten Tochter, die ja ins Gaming Dings rein möchte. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute am Mittwoch für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich wünsche euch einen guten und tollen Start in diesen Tag. Und ja, wenn ihr mögt, hört ihr uns oder mir morgen wieder am Donnerstag zu. In diesem Sinne, bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.